Richtung Südwesten müssten wir. Ich drehe aber lieber die Nordseite der Insel rum. Andererseits lieber die Südseite. Nur 5 mit dem Anker. Bin irgendwo auf Discovery Ritke. Adios Insel, ich werde es nicht vermissen, obwohl die Rätsel waren ganz angenehm. Ja, weil ich sondern echt entspannte Rätsel. Und das sage ich nicht nur, weil ich es mitgelöst habe. Auf die Augensache wäre ich aber nicht zu schnell gekommen, glaube ich. Es war halt nur so ein random Gedanke. Ja, mein random Gedanke lief ja auf den Winkel auf. Ja, wir hatten halt zwei Gegenstände und ein Kreuz und zwei Augen. Ja. Warum nicht? Ich hatte die Augen nicht im Kopf, ich hatte nur die beiden Winkel im Kopf, die die Gegenstände verursachen könnten. Ähnlich logisch, aber nicht zutreffend. Und das letzte war einfach nur Glück, dass man das halt gefunden hat, meiner Meinung nach. Ach, wir wussten. Wir hätten halt mehr auf die Karte gucken sollen. Das stimmt, in der Situation hätten wir die Höhle gar nicht erst anfassen sollen. Schweinschrat übrigens. Ich weiß. Ich habe übrigens eine ganze Menge Hühnchen gefunden. Da ist eine Schaluppe hinter uns. Aber sie hat die Segel oben. Dann bist du. Prügelt sich vielleicht Maggie oder so? Oder begeht sonst irgendwelche großartigen Fehler ihres Lebens? Oh, kurz mal hier schauen. Das Trick betrügen. Logbuch 125. Also alles gut. Vorne einziehen. Okay. Bermu nimmt sich den perfekten Moment raus, um Bananenspatzug zu begehen. Ich und das Arbeiten. Das ist meine, das oh nein, Arbeit! Schnell Selbstmord begehen. Das ist meine Linie. Oh mein Gott! Was ist? Ein Comic, von dem ich geglaubt habe, dass es nie wieder updated hat, gerade geupdatet. Natürlich! Du hast es schon wiederbelebt. Was? Immer wenn es bei ihr. Es passiert halt relativ häufig, dass ich irgendwelche Webcomics abonniere, die halt seit über ein Jahr oder länger nichts gepostet haben. Und jedes Mal, wenn ich die abonniere, posten die irgendwie so 2-3 Tage später. Okay. So, was mussten wir hier machen? Einfach eins der Logbücher finden, das hier rum existiert. Okay. Und wir halten hier an, weil wir uns auch wunderschön auf diese Insel drauf schießen können von hier aus. Aber geh mal hier unten gucken. Du kannst Piggy mitnehmen und dann können wir uns ein bisschen aufteilen auch. Dann kannst du Piggy mitnehmen und dann da suchen. Ich suche hier oben. Wonach suchen wir? Nach einem Logbuch. Das wahrscheinlich. Das liegt auf irgendeinem der Fässer. Das ist ja eine sehr eingeschränkte Suche. Ich habe es gefunden. Sehr schön. Ich habe eine Truhe des Plünderers gefunden. Boah, perfekt. Natürlich hat er es gefunden. Ich bringe es aufs Schiff und werde mich dann zu dir raufschießen. Ich durfte meinen Satz ja nicht mal beenden. Ja. Genau. Du kannst schon mal überlegen, wie du mit Piggy hier hochkommst. Das Piggy zurück. Oder so. Wir werden wahrscheinlich nicht so lange brauchen, das einmal durchzulesen. Ja. Willkommen zurück, Piggy tot. Außerdem hat Piggy gerade auch Reste fressen gehabt. Glaube es. Aber für den Fall der Fälle schiebst du ihm noch schnell eine Banane rein. Präventive. Die Kanone ist ausgerüstet? Wenn die wahrscheinlich nicht mehr. Zieh irgendwie auf mich und dann müsste es schon klappen. Ja, hab es gemacht. Oh oh.
Es hat nicht funktioniert. Bisschen höher. Noch ein Stück höher. Oh ja, die Schauweise. Tschüss, Bermo. Ihr hättet doch einfach hier hinten drauf schießen können. Nein, das ist zu einfach. Das war zu hoch! Obwohl es geht, muss nur ein paar hundert Meter laufen. So, dann hier hoch. So schnell ohne Pegel unterwegs zu sein. Lockvogeltaktik. Mein erster Test war abhängig von der neuen... Halt. Du sollst das... Da, jetzt. Okay. Mein erster Test war abhängig von der Neugier meiner Teilnehmer. Als erstes bestücke ich das Testgelände mit einigen Vorräten, die Vorbeikommende anlocken könnten. Fässer. Als nächstes platzierte ich einen einfachen hölzernen Hebel an den Fässern. Bei einer Betätigung sollte er auf einen Feuerstein schlagen und so ein verborgenes Pulverfass zünden. What? Das ist nicht nett. Ich war davon ausgegangen, dass die den Piraten inwohnende Neugier dazu führen würde, dass der Hebel betätigt werden würde. Und ich verbarg mich, um die Resultate zu beobachten. Der erste Pirat riss meinen Hebel schlichtweg aus der Vorrichtung und machte sich damit vom Acker. Schicker Hutständer, hörte ich noch sagen. Bei derart habgierigen Gauern muss List statt simpler Psychologie zum Einsatz kommen. Ich werde in meine Werkstatt zurückkehren und neue Pläne ersinnen. Okay. Netter Hutständer. Warum auch nicht? Okay. Ich hab nur das Knacken deiner Füße unten gehört. Zum Schwimmen braucht man keine Füße. Bestimmt nicht. Headshot. Gut, jetzt müssen wir hauptsächlich Richtung Norden. Sailor's Bounty. Und der gebrochene Fuß ist geheilt. Aber es geht jetzt mit einer Spartote. Davon, ciao, also, wir haben so unglaublich viele Vorräte Bananenspartut. Ja. Na gut, gute Angewohnheiten soll man nicht unbedingt verlieren. Yep. Und ich bringe euch keine Flamme mit, weil ich keine bekommen werde. Du bist so ein böser Bub. Ist was. Was machst du da? Wozu mit dem Steuerrad lenken, wenn man mit der Harpune lenken kann? Ja! Wahrscheinlich genau aus diesem Grund. Super, dass ich nicht an Bord bin. Das war ganz genau abkalkuliert, Bermo. Ganz genau abkalkuliert. Ja, genau. Oh, hier ist eine Statue. Was für eine? Eine rote. Bremsung! Bei einer blauen hätte ich vielleicht drüber hinweggesehen, ab grün schon nicht mehr. Das Pulverfass ist ja auch clever platziert. Ja, luft sie mir vorne ein. Du hättest etwa was gegen meine Stapelkünste zu sagen, ne? Nein, ich fand's wirklich clever funktioniert. Coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Ihr seid schon fett. Hallo, Darkness, my old friend. Da hab ich nur kaum. Die ist mit Kanonenkugeln drauf. Als hätte das jemals funktioniert. Ah, das ist ja. Die ist aber sehr gut positioniert, die Statue. Wir können die theoretisch zu dritt einfach wegsnipern vom Schiff aus. Kanonenkugeln machen, soweit ich weiß, keinen Schaden bei den Dingern. Wo genau ist sie denn? Hier hinten bei mir. Die ist super positioniert. Ich bleib hier, dann kann ich noch mit dem Schwert draufhauen, dass es sich nicht regeneriert. Ja. Solange du am Leben bleibst? Ja, man kann ja relativ schnell aus dem Wasser laufen. Zumindest wird er nicht ertrinken. Genau, deswegen. Ich bring das Schwert erstmal in eine gute Position, damit wir möglichst schnell nachladen können und alles dazugehörige. Und auch direkt gleich türmen dürfen. Da liegt auch ein Schädel am Strand. Nice. Wenn du in Richtung Süden rennen würdest. Na, die Harpune macht nie im Leben genügend Schaden, oder?
du meinst. Ich starte durch den Tod harponieren. Ich kann es versuchen. Okay, Blut. Okay, die Harpune harponiert einfach nur. Ja. Na gut, in dem Fall. Die. Schießen wir von hier aus weiter. Geht schnell zum Nachladen. Okay, kann ich gerade was snacken oder müsst ihr nachladen? Du kannst was snacken, ich bin gerade am Schießen. Okay, doch, das war easy. Jetzt kannst du wieder auf meine Schwelle wechseln. Ja. Warte mal, ich glaube, das ist sogar mein letzter roter Diamant, den ich brauche. Oh, ist erfreulich. Ich gucke kurz mal den Schädel. Da liegt mehr als nur ein Schädel rum. Da ist ein Schädel, hier unter Wasser liegt auch noch einer. Ich will einen holen. Ein aschgrauer Hasserfilter. Sehr schön, hier ist ein Hasserfilter. Nice. Buddies. Oh ja. Bam. Was war das Richtung Norden, ne? Nordwärts. Und so ziemlich gerade nach Norden. Ach komm schon! Das ist ein Witz. Alles hey, klar. Wir brauchen nur noch einen Kran. Jetzt ist es. Segel! Ich muss Piggy füttern. Ja. Dann fütter Piggy mal, wir kümmern uns um Segel. Du mieser, dreckiger Tadeon. Hör auf zu lutschen! Erster Tag ist auch mal schon platt, habe ich gehört. Slap! Oh, ein bisschen vergessen. Ja, habe ich mir gedacht, dass du hier plötzlich auftauchen möchtest. Das ist ja unglaublich! Unglaublich anhängliche Oktopus. Nein, Bärmo! Warte, ich rette dich! Bärmo! Okay, dich zu retten ist gerade ein bisschen schwierig. Ich kann dich nicht da rausabonnieren. Komm, Tentakel, zeig dich ein bisschen anders. Ach nö, nicht mich auch noch. Nee, ich bin noch da. Oh nein! Luft, wir werden gleich umfasst. Ja. Oh, okay, jetzt gut. Die Umfassung ist hinten. Ich kümmere mich um den Kopf. Gehst du wieder weg? Oh nein! Das sehe ich einfach nur,
den Berm Richtung Horizont fliegen. Gucken so blöd. Ich schwimm so schnell ich kann. Oh. Was du? Was da? Ja, ich helfe ein bisschen kurz. Arm lässt los, kannst reparieren. Okay. Wisst ihr, wollte ich gerade anfangen, wieder ein paar Welse zu angeln, hab mir schon die Egel bereits geholt und dann sagt Kraken Hallo. Nächster Tageplatz. Der eine ist näher, Bam, schießt auf den näheren. Den treffe ich nicht. Okay, nächster ist down. Dann halt so. Wortwörtlich Erschießungskommando einfach. Ah, der wird uns gleich umfassen. Vergiss das. Umfassung in wenigen Sekunden. Da ist er schon. Vergiss das. Wer ist der Kopf? Ich komme mich in den Kopf, wenn er gleich hochkommt. Da ist er. Andere Seite. Jo. Lässt du los? Du sagst Bescheid, deine Hilfe drauf? Jo. Das Schiff ist ja nur so, das Reparieren macht ja gar keinen Sinn. Arm hat losgelassen, reparieren möglich. Okay. Hallöchen, wer guckt da schon wieder so dämlich durch die Gegend? Nächster Arm weg. Nächster weg. Er will aufgeben, komm, stirb noch Arm. Wieso lädt er nicht? Lade! Ah, schade. Okay, geschafft. Jo. Ui, gute Arbeit. Ich geh mal das Zeug auf Backbordseite holen. Jo, dann schau ich bei. Das ist Steuerbord. Gut. Ja! Legendärer Krankenjäger. Gratulation. Nice. So, was haben wir denn hier für Sachen? Erstmal ein Schnitzel. Dann eine Kiste mit feinen Gewürzen und da liegt noch etwas Goldenes, aber es war ein einziger Tentakel. Wir haben außergewöhnliche Mineralien bekommen. Nett. Tito. Wir haben zweimal außergewöhnliche Mineralien bekommen übrigens. Nice. Und ich habe auch noch zweimal Kraken. Hau ich gleich mal eins in die Pfanne. Jo, ich habe auch noch einmal Kraken. Willst du mir das gerade geben? Hab ich da ein bisschen ins Fass gelegt. Hast du schon ins Fass gelegt, okay. Ich hau mal eins. Du hast doch vorne irgendwo was du hast doch vorne irgendwas gesucht, Lu? Gefischt, Lu? Ja. Das heißt, ich versuch gerade den Schädel zu kriegen. Achso. Irgendwo müsste noch das Krakenfleisch jetzt rumliegen. Was du. Vorhin, wo du vorhin Sachen abonniert hast. Jetzt finde ich da das gerade nicht. Nichts gesehen. Ja, aber Krankenfleisch ist immer da, wo Loot ist, normalerweise. Ich sehe den Schädel. Ich gehe da erstmal hin und sammle das Fleisch ein. Und ich glaube, du bist auch aus Harpunenreichweite. Da hinten ist ja noch was. Ja. Auf Backbordseite. Gehst Steuerbord ist das dann wohl. Ja. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß, wo ist da hinten. Ach, da hinten. Ja. Komm, mal kurz mal den Kraken ausplündern hier. So, Luft, spür ich noch drauf zu? Nein, du musst weiter nach links. Rechts. Jetzt? Rechts, ganz weit nach rechts. Ah, da. Ja. Wo ist jetzt dieses? Ah, da ist noch ein Stück Kraken.
Irgendwo hinten müsste noch was. Da hinten ist es. Uff, abonnierst du mich zurück? Da musst du ein bisschen näher rankommen. Naja. Oh, da fehlt noch ein Stück. Moment, bin auf dem Weg. Okay. Du hattest doch gerade noch die Mineralien aufgeharponiert, nicht wahr, Luf? Ja. Weißt du noch grob, wo das war? Ja. Was? Da müsste noch ein Stück Krakenfleisch dementsprechend sein. Hey. Das hast du von mir erwartet, Flermo. Es war ungefähr hier. Warte, ich hab kurz mal da Kraken. Hey, das ist doch ein Bord. Das war schon, hast du schon gehabt? Ja, das ist ja ein Bord. Zweiten Mineralien. Ja, die Mineralien schon, aber Luft hat ja die Mineralien ja auch aufharponiert, die ersten. Und irgendwo in die Richtung müsste dementsprechend noch Krakenfleisch rumliegen. Wenn da niemand lang geschwommen ist. Piggy, wo ist Piggy? Unter Deck. Ich sehe ja momentan nirgendwo Krakenfleisch. Dann ist da wohl keins gewesen. Also ich hatte, als ich es aufgesammelt habe, ist auch kein Krakenfleisch drumherum schwimmen sehen. Gut, ich sehe es gerade zumindest nicht. Da komme ich lieber zurück zum Chef. Ist nur ein Stück, wenn. Das heißt, wir haben jetzt 5 oder 6 Stücke gekriegt von Krakenfleisch? 4. 4? 4? Ne, wir haben mehr. Es waren gerade noch 4 im Fass, als ich umgebrutzelt habe. Wir haben 3 im Fass und 1 liegt auf dem Grill. Und 1 ist bereits gegrillt. Also kommen wir auf 5. Ah, okay. Ja, dann sind es 5. Gut, der Kraken hat unser Schiff einfach komplett umgedreht. Und zwar lang genug, damit Zeus genau vor uns... Ach, ich weiß auch nicht warum. Um uns zu foppen mal wieder. Also haben wir wieder 15 Tage vernichtet. Vielleicht 6, aber... Da gibt es keine Sicherheit für. Hä? Ja, weil wir dann, weil wir, wenn wir in 6... Really? Okay. Was haben wir für einen? Ich glaube, das ist der Hungernde. Nee. Ciao. Geben wir mal Hardgas. Nee, das ist Black Mamba. Ach, es ist immer noch... Nee, das ist der Hungernde. Ist er das? Das ist der Hungernde. Ja. Der ist blau. Adios, Mother. Natürlich kommt der uns natürlich hinterher gerannt. Ich meine, Luft braucht ihn ja nicht mehr, also kann jetzt ohne Ende auftauchen. Ja. Sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob das fast nicht noch explodieren. Nein, nein! Ob das fast nicht doch explodieren kann. Ich bringe das mal kurz unter Deck. Eisen? Ja. Ich muss noch 5 Frachtstücke abliefern. Oh. Für die nächste Belobigung? Oder für die, ja, für die Devil's Roar Sachen? Für die Legendäre. Für die Legendäre? Ja, Devil's Roar habe ich schon. Ah. Und ich brauche noch... Für die legendäre Shrouded Spoils Sache. Ja, genau. Und ich brauche noch einen roten. Dann habe ich auch. Ja. Ja, so langsam wird es mit dem Lobby gehen. Ja. Was sehen wir gerade wieder wirklich in die Nähe von Zeus? Ja. Auch ein Grund, warum ich das Pulverwasser im Unterdeck gebracht habe. Ja. Nicht, dass er gleich sagt: Ha, bam, Junge, eure Quest ist gescheitert. Verlichtet. Ich geh mal kurz was holen, ich bin gleich wieder da. Alles klar, tröt.
Nein, Chef. Hey Luf, wenn du möchtest, kannst du Sturmfisch angeln. Wir sind ja gerade im Sturm. Und die Glocke läutet. Do it. Hey, also. Ja? Du weißt doch ganz genau, dass du nicht solche Anspielungen machen sollst. Du meinst Tröd? Ja, genau. Ach, ist doch nichts passiert. Oh, hey, da ist ein Blitz eingeschlagen. Nein, wir haben gerade einen Kratzer vom Sturm bekommen. Hey, was? Ich dachte, irgendwas wäre explodiert. Nein, nein, Bärme sollte nur bei Gelegenheit das Loch flecken, das wir gerade gekriegt haben. Was? Halte ich für eine gesunde Idee. Ich muss doch arbeiten? Ja. Ich meine, ich bin schon mal in der Aufnahme im Sturm gesunken. Das war bei der Throngeschichte. Das war auch minimal peinlich, als das passiert ist. Gut, die Galeone wäre grundlegend unterbesetzt. Nein! Was ist nein? Hey, Vertrag ausgelaufen. Ach so, ja. Nein! Ja! Ist das ein ganz normaler Platzer oder so? Handschieber? Ja. Aber das ist Sturmfisch erkennt man meistens. Ja, nee. Aber jetzt werdest du auf jeden Fall unbedingt umbringen. Das Fass ist weg. Das Fass ist zwar noch da, Bemo, aber der Auftrag ist auch ausgelaufen. Nein. Der Pulverfassauftrag ist nicht ausgelaufen? Guck mal schnell. Ah, doch, scheinbar haben wir noch einen gekriegt. Ich drehe da kurz bei, da kannst du kurz mal abdroppen. Ich wollte gerade sagen, das sind 1000 Powder. Stimmt. Da wird schon wieder einen roten. Ich glaube, sie hat schon wieder einen roten Punchiver gekriegt. Ja, ich weiß, aber ich lasse ihn jetzt weggehen wegen dem gottverdammten Igel. Er hat den Egel gefressen, also wird der jetzt. Wird er selber gefressen? Ja, jetzt kommt er auf meinen Tisch. Sein verfickter Ernst. Ja, dieser Fisch weigert sich einfach. So, Bemo, du kannst, würde ich sagen. Bisschen Schwimmen ist involviert, aber kann ich direkt beidrehen. Ja, dann dreh bei. Kann ich den Egel jetzt einfach aus seinem Magen wieder entfernen? Nein. Köder-Recycling! Nein, Steuerrad, lass das. Luft, du hast übrigens jetzt wieder die einmalige Gelegenheit, einen Sturmfisch zu angeln. Seriously? Ja, weil wir da tief genug im Sturm sind. Ich hab gerade einen zweiten Kram aufgehauen. Nein! Nein, nein, nein! Weißt du, ihr seid so am Rand des Sturms. Die Glocke läutet. Ja. Alles, was zählt. Da ist schon der erste Blitz. Das ist ein Sturmfisch. Nice. Denk es. Ich halte die. Gott verdammt, einen Sturm raus. Ja, ich arbeite dran. Liegt sowieso auf Kurs und ich versuche auch also darauf zu sorgen, dass wir nicht auf irgendwelche Felsen jetzt fahren. Ich kümmere mich drum. Gib das her. Ach, Maggie. Schnauzeschwein. So, wo ist die nächste Insel? Und damit wir den abschleifen können. Ich werde nicht sagen, Luffa, beeil dich beim Angeln. Ja, natürlich. Nicht, dass sich der Hunger gleich wieder ein Stück rausknuspert aus dem Schiffchen. Ja, natürlich. Das ist mein Sturmfisch. Nein. Doch. Weißt du, jetzt sind auch mal keine Felsen in der Nähe. Oh.
schon! Hey Puppe, bist du das hier? Hey Bärmann! Komm schon! Du motherfucking Sturmfisch! Die Spannung steigt! Wer ist zuerst gefressen? Der Fisch oder unser Schiff? Ich glaube, der Maggie ist weg. Ich beschwör's nicht! Wir sind nah genug an irgendwelche Felsen rangekommen. Haha! Küstensturmfisch nehme ich an. Ja. Auch gut. Trophäensturmfisch ist immer gut. Und ich sollte nicht überraschen, dass du natürlich schon wieder einen Trophäensturmfisch rausgezwiebelt hast. Ab hier sind es Regenwürmer. Wir sind in den Shores of Plenty. So ein bisschen rote Punchable, der drin sitzt. Steuerst du gleich ein bisschen Richtung Sellers Bounty, dann kann ich ein bisschen angeln, Bärmo. Nein. Du bist der Kapitän. Du bist der Steuermann. Du darfst keinen Spaß haben. Dann angel du uns ein paar Plentyflosser. Hier sind die Würmer. Das waren meine Würmer. Also. Schlange, ob du behindert bist, habe ich gefragt. Ich fuck dir ins Gesicht, Junge. Ich höre da oben nur schon wieder. Ja, natürlich. Mach bitte die Musik aus, ich brauche Konzentration. Ja. So fühlt man es immer, wie man das an. Ich sehe doch nichts, wenn es laut ist. Logisch. SpongeBob! Es ist so dunkel hier. Ich kann dich nicht hören. Schallwellen theoretisch wirklich so rabiat werden, dass sie die Luft so verzerren, dass man nichts mehr sehen kann. Durchaus möglich.